Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, Junge, pass in der Schule gut auf, sonst landest du am Ende im Straßenbau. Kurze Zeit eine Autobahn für dich alleine. Ich persönlich arbeite lieber mit Männern wie mit Frauen. Da gibt es immer diesen berühmten Zickenalarm. Tomislav! Holger Hofschlag führt hier das Kommando. Habt ihr eine Schnur? Habt ihr eine Schnur? Schnur. Ja, bitte einmal vorm Fertiger schnüren. Ein Mann, der Beton kennt, der Beton irgendwie liebt. Der Ingenieur ist hier Oberbauleiter und verantwortlich für die gesamte Betonkette, von der Mischung bis zur Fertigung mit dem sogenannten Deckenzug. Der Deckenzug besteht aus drei Fertigerbrücken, jede 16 Meter breit. Zusammen schaffen sie 800 Meter Autobahn pro Tag und machen dabei einen ohrenbetäubenden Lärm. Meine Frau sagt das auch manchmal, morgens so am Frühstückstisch, du brauchst mich nicht anschreien, wenn du die Butter von mir haben willst. Mittlerweile ist der Niedersachse seit 2 Monaten hier auf Montage. Ich vergleiche das immer eher wie mit Zirkus. Ja? Ja, von einer Stadt zur anderen, immer eine Aufführung und danach wieder Wanderschaft. So ungefähr ist das. Und seid ihr schon hoch? Geht gleich los. Vielleicht geht mir noch einer. Kann ich 2 Schläge mit mal nehmen? Nein, soll's auch nicht. Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, Junge, pass in der Schule gut auf, sonst landest du am Ende im Straßenbau. Naja, das hat ja gut geklappt. Ja, aber Straßenbau ist nicht schlecht, ja. Auf der ganzen Welt werden diese exotischen Spezialmaschinen eingesetzt. In Ägypten, davor Autobahnbau durch die usbekische Wüste. Ein Novembermorgen. War ganz schön neblig heute noch. Der Österreicher Christian Merl soll auf uns aufpassen. Nur mit ihm dürfen wir auf die gefährliche Baustelle, für einen Blick hinter die Kulissen. Gebaut wird bei fast jedem Wetter, außer es gießt in Strömen oder es ist zu kalt, dann geht's nicht mehr. Nächste Woche droht Frost, dann wären Betonarbeiten auf der A7 unmöglich. Die Autobahn wird zwischen Bordesholm und Hamburg auf 6 Fahrbahnen erweitert, die längste Baustelle Deutschlands mit 65 Kilometern. Die Logistik dahinter, die ist wirklich atemberaubend und es bedarf vieler kluger Köpfe, die das irgendwie handeln. Weil wenn eine Maschine steht, kostet das richtig Geld. Jetzt kommen wir auf das wunderbare Vlies. Dieses weiße Vlies überdeckt kleine Risse im Untergrund, sodass der Beton später gleichmäßig aushärten kann. Das ist ganz ein sanftes Fahren jetzt. Wenn wir jetzt noch Berge links und rechts hätten und ein paar Almhütten, dann wäre es wie zu Hause. Das Besondere an diesem Projekt, nicht der Staat baut hier, sondern ein privater Konzern. Ja, schaut doch gut aus. Für den arbeitet Christian Merl als Kommunikationsmanager. Das vor uns, das ist ein Betonfertiger. Und hier sehen Sie die erste Brücke. Bis 2044 bekommt die Via Solutions Nord ein Nutzungsentgelt vom Staat. Dafür muss sie den Ausbau und danach den Unterhalt der Autobahn bezahlen. Gut. Während die meist kroatischen Arbeiter die Maschinen einrichten, hängt Oberbauleiter Holger Hofschlag mal wieder am Telefon. Ja, Beton ist bestellt, aber ist noch nicht da. Ja, ja, wir haben pünktlich bestellt, 45. Der Zentrale ist es wichtig, dass der Deckenzug schnellstens losfährt. Denn er soll noch vor dem Wochenende 4.300 Meter hinlegen. Jetzt kann's losgehen. Die erste Fuhre Beton ist da, aber wir brauchen halt noch 8, damit wir anfangen können. Es gibt ja kein Geruchsfernsehen, ne? Aber riechen Sie mal, die riechen richtig den Zement, oder? Also das ist ganz eigentümlicher Geruch, ja? Das ist immer, wenn man, also zum Beispiel bei mir zum Beispiel, wenn wir im März oder im April den ersten Beton des Jahres machen, ist das immer, da sagt man, jetzt riecht es wieder richtig gut. Deswegen, ich könnte auch keinen Asphalt bauen, zum Beispiel. Ich finde, Asphalt stinkt. Also, stinkt und klebt an Schuhen. Das ist hässlich. Vor allem aber ist Beton langlebiger. Eine Betonstraße könnte ein halbes Jahrhundert halten.
Aber der ist genau an dieser Grenze, wo sie, wenn sie da eigentlich so eine Kugel draus machen könnten und die bleibt so zusammen, ja, dann ist das eigentlich genau in der richtigen Konsistenz. Ne? Ist genau an dieser Grenze zwischen nass und trocken. Genau dazwischen. Ungefähr 150 Liter Wasser kommen in einen Kubikmeter des Unterbetons. 3 Liter plus. Oder willst du so lassen? Wir dürfen mal sehen. Ja, okay, lass uns erst mal gucken hinter der Maschine. Der Unterbeton macht etwa 2/3 der Fahrbahndecke aus. Für das obere Drittel gibt es eine andere Mischung. Zum Beispiel der hier hat vorne ein Schild drin, Oberbeton. Ja. So kann die Mischanlage immer unterscheiden, welcher Beton auf welches Auto soll, weil die sollen sich nicht vermischen miteinander. Wenn die erste fertige Brücke in Bewegung kommt, wird es laut. Sehr laut. Mit 50 cm pro Minute kriecht die fertige Brücke Richtung Norden. In den Schläuchen befinden sich Antriebswellen für 42 Rüttler. Durch das Vibrieren verdichten sie den Beton. Von Menschenhand wird die fertige Brücke nicht gesteuert. Drähte links und rechts führen sie. Also hier sieht man 2 Sensoren. Dieser Sensor reguliert die Höhe. Der 2. Sensor macht die Richtung. Ist quasi der Richtungssensor. So dass die Maschine immer gleichmäßig am Draht fährt. Und dann hat sie die Sensoren vorne und hinten jeweils. So dass es eigentlich immer gleichmäßig läuft. Diese Drahtsteuerung wird sich noch als heikel herausstellen, aber erst später. Vorn Unterbeton herein und hinten kommt die untere Fahrbahndecke heraus. Damit der Beton nicht unkontrolliert reißt, wird die Fahrbahn später noch zerstückelt in 5 Meter lange Platten. Die Kunst ist, diesen Platten etwas Spiel zu lassen, ohne dass sie sich in der Höhe verschieben. Dafür diese glatten Stahldübel. Bei alten Betondecken hat man das früher ja immer dieses Gefühl gehabt, dass man so immer so wie auf so einer Schiene fährt. Und das machen die Dübel weg, dass die Decken alle schön gleichmäßig liegen. Ja? Weil früher hat man dort keine Eisen verbaut, also keine Dübel verbaut. Die Stahldübel werden automatisch an die richtige Position im Dübelbalken gebracht. Und dann per Hand ausgelöst. Das sind Zangen mit Rüttlern dran und die rütteln den Dübel auf die richtige Tiefe in den Beton ein. Also wir wollen verhindern, dass die Platte sich in der Höhe bewegt. Aber wir wollen zulassen, dass sie sich in der Länge bewegen kann. Und deswegen kann die Platte mit dem Dübel schlüpfen, halt hin und her. Ja? Also je nach Temperatur und nach Jahreszeit. Im Sommer will die Decke länger werden und im Winter will sie kürzer werden. Und das wollen wir auch zulassen. Aber was wir nicht zulassen wollen, ist, dass sie sich in der Höhe verschieben. Deswegen bauen wir die Dübel ein. Genau hier liegen sie. Die 2. fertige Brücke ist an der Reihe. Sie stellt die Fahrbahnoberfläche her. Jetzt wird der erste Oberbeton oben über das Band gefördert. Der spezielle Oberbeton muss über den ersten Betonfertiger hinweg. Dafür gibt es ein Förderband. Der Oberbeton ist etwas kuhfladiger als der Unterbeton. Und auch die eingemischten Steine sind anders als beim Unterbeton. Kleiner, kantiger. Ach. Im Oberbeton ist das entscheidend, dass das Körnchen möglichst kubisch ist, also quadratisch. Ja. Dadurch hat es mehrere Spitzen, die nach oben stehen. Und dadurch wird die Griffigkeit einfach besser für die hergestellte Fahrbahn. Und das fördert natürlich die Verkehrssicherheit. Der 2. Fertiger für den Oberbeton ist für das Finish zuständig. Er deckt alle Unebenheiten des groben Unterbetons ab. Wenn hier nicht alles zu 100% stimmt, ärgert man sich womöglich die nächsten 50 Jahre über Dellen in der Autobahn. Das ist quasi der Querglätter hier. Und der Querglätter macht die ebene Fläche durch seine Rechts-Links-Bewegung. Und dadurch, dass er den Betonüberstand ein bisschen immer aufschiebt, entsteht hier vorne so eine kleine Rolle aus Beton, die sich immer vor der Maschine herwalzt. Nur wenn sich diese Rolle bildet, dann spricht das eigentlich für eine gute Qualität. Und dann sehen Sie das auch hinten.
Es ist ganz genau eben. Es sind noch kleinere Löcher da. Jetzt kann der mechanische Maurer, der Smoother, mit seinem 4 Meter langen Reibebrett die letzten Unebenheiten ausbügeln. Der Smoother macht quasi eigentlich nur das, was ich jetzt auch mache. Nur, dass er das auf der ganzen Fläche macht. Ja? Deswegen werden die Löcher dann quasi zugerieben vom Smoother. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Und am Ende bleibt nur noch die letzte Handarbeit. Hier ist hier draußen die Kante. Das kann die Maschine nicht selbstständig machen. Damit die Kante schön gerade und exakt wird, da wird noch von Hand gearbeitet. Die Arbeit auf einem Deckenzug ist hart. 12 Stunden dauert eine Schicht. Unsere Autobahn hier hat die Nummer Kilometer 130 plus 930. Das ist der Kilometer 130 von der A7 plus 930 Meter. Da befinden wir uns jetzt. Und das ist genau diese Stelle hier, eigentlich diese Stelle. Jetzt kommt noch die dritte Maschine, fast schon zierlich im Vergleich. Da gehen wir mal am besten nach hinten, weil dann sehen wir auch, was er macht. Damit die Oberfläche langsamer aushärtet als der Rest, wird ein Gemisch aus Zucker und Wachs aufgebracht. Warum, sehen wir später. Ist Zuckerguss, ja. Sieht auch so aus. So, jetzt ist schon mal ein ganz schönes Stück hergestellt. Ja, sieht alles ganz gut aus. Ja, kann man zufrieden sein. Sehr sogar. Und ich würde mir auch wünschen, dass das die nächsten 4000 Meter auch so bleibt. Ob das so klappt, ist nicht garantiert. Denn in einem komplexen System können immer Probleme auftreten. Im 4-Minuten-Takt wird der Deckenzug mit frischem Beton beliefert. Da kommt am Tag einiges zusammen. 3500 Kubikmeter Beton, das entspricht 1,5 Mal ein Olympia-Schwimmbecken vollgefüllt mit Beton. Die Kipper fahren zu einem aus 32 Containern zusammengesetzten Betonmischwerk. Hier sehen Sie halt das mobile Mischwerk, das wir hier aufgestellt haben, nur damit wir die richtige Qualität und vor allem die richtige Menge an Beton überhaupt haben und herstellen können. Ständig wird neuer Zement nachgeliefert. Denn für die Betonmischung wird mehr Zement benötigt, als die 4 Zementsilos speichern können. Doch noch größere mobile Silos gibt es nicht. Hier ist der Anfang vom Beton. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil eigentlich haben die Radlader hier freie Bahn. 10.000 Lkw-Ladungen Sand und Steine werden auf diesem Acker zwischengelagert. Hier war vorher eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und wird es auch hinterher wieder sein. Also doch, die wird wieder renaturiert, diese Fläche. Die wurde extra befestigt und die Befestigung wird im Anschluss wieder entfernt. Und das wird wieder renaturiert, 100%. Ja. Die unterschiedlichen Steinsplitter und Kiesel kommen aus Süd- und Ostdeutschland. Hier in Schleswig-Holstein gibt es kein passendes Gestein. Es wäre ganz schlecht, wenn man nach 3 Jahren feststellt, dass 60 Kilometer Autobahn, die man gebaut hat, in 5 Jahren wieder auseinanderfallen werden oder so. Ja? Oder in 10 Jahren. Das wäre ja ganz schlecht. Also das wirtschaftliche Risiko wäre viel zu groß für alle. Sand und Steine werden in je einen Trichter gefahren und dort automatisch auf 2 Förderbändern ausgewogen. Jetzt ist ein LKW fertig. Im Grunde genommen ist der Sand schon mit dem Stein, mit dem Groben schon vermischt. Das erste Mal. Eben dadurch, dass es hier zusammengefördert wird. Ne? Das Band fördert das Ganze in die sogenannten Aufzüge. Da oben gibt es das Herzstück, sozusagen die Steuerung vom Betonwerk. Ganz oben wird noch Zement und Wasser beigemischt. Das sind die beiden Mischer, jeweils 3,33 Kubikmeter groß. In 50 Sekunden ist die Mische fertig und rutscht auf den darunter stehenden LKW. Alles computergesteuert. Das System weiß ganz genau, was es einwiegt und das ist auch sehr genau. Also zum Beispiel beim Zement, da sind halt 360 Kilo im Unterbeton. Also das wiegt den Zement ein auf plus minus 0,5 Kilogramm bei 360 Kilo. Ja, das ist also extrem wenig Toleranz.
Nur die Wassermenge wird vom jeweiligen Einbauleiter variiert, um die Festigkeit zu beeinflussen. Ganz schön steif. Ganz schön steif. Wollte er haben? Ja, er hat gerufen. Er will noch steifer. Noch steifer? Ja. Cola. Ja, ich weiß. Jeder will es irgendwie ein bisschen anders, aber ich würde es nicht machen. Okay. 32 Lkw bedienen heute den Deckenzug. Diese Zahl schwankt je nachdem, wie weit der Deckenzug vom Mischwerk entfernt ist. Heute sind 31 der 32 Lkw-Fahrer echte Kerle. Und eine echte Frau. Heike Schindler fährt hier schon seit 2 Monaten den Vierachs-Muldenkipper, einen 40-Tonner. Heute kutschiert sie Oberbeton. Ich persönlich arbeite lieber mit Männern wie mit Frauen. Weil die ehrlicher sind. Den Männern kann man die Meinung sagen, was man bei den Frauen nicht kann. Da gibt es immer diesen berühmten Zickenalarm. Denn. Heike Schindler ist keine Anfängerin. Schon ihr Vater war Trucker in der DDR. Ich hatte schon mal Kipper gefahren vor vielen Jahren. Da war ich jetzt ungefähr 13 Jahre im Fernverkehr tätig, international. Und jetzt mache ich wieder Kipper. Ich habe viel gesehen, sag ich mal so. Italien, Spanien, Frankreich, Schweden, Holland, überhaupt Dänemark. Da kommt man schon ein bisschen rum. Aber Kipper fahren ist immer wieder schön. Auf dem weißen Vlies vorm Fertiger darf man nur rückwärts weiterfahren. Weil wir auf diesen Vlies nie wenden dürfen, weil das dann zerreißt. Wenn wir da drauf wenden würden. Wir müssen nur, wenn wir auf diesem Vlies rumfahren, nur 10 km/h fahren. 500 Meter muss sie im Rückwärtsgang rangieren. Im Vierachser kann man ja nichts verkehrt machen. Beim Sattel muss man da schon ein bisschen aufpassen. Wie rum man lenkt. Am Vierachser ist da kein Problem. Mal da spiegeln. Kann man reingucken, sieht man alles. Am Deckenzug wird Heike Schindler vom Oberbetonbagger in Empfang genommen. Mit Hubzeichen. Ja, es kommt einfach einer. Das meistens einmal huben, wenn ich Stück vorfahren soll. Dann hupt er wieder, wenn ich anhalten soll. Und wenn ich kippen soll, hupt er meistens mehrmals hintereinander. Oder zweimal. Je nachdem, wie es gerade ist. Eine einfache, aber durchaus effektive Kommunikation. Ohne Worte. Die Tour zum Deckenzug hin und zurück dauert heute ungefähr 1 Stunde. Noch 3 Runden bis zum Feierabend, dann endet ihre 12-Stunden-Schicht. Aber der Deckenzug rollt weiter. Er kennt keine Pause. 24 Stunden am Tag kriecht er in Richtung Dänemark. Muss er auch. Für nächste Woche ist Frost angesagt. Etwas nördlich vom Fertigerzug, auf einem Abschnitt, der schon vor einer Woche gebaut wurde. Für Christian Merl wird hier ein Pendlertraum wahr. Na klar, du hast einmal für eine kurze Zeit eine Autobahn für dich alleine. Sie ruckelt nicht, fährt sich gut, kann man so lassen. Deckenzug Nummer 2 hat seit gestern schon über 1 Kilometer zurückgelegt. Christian Merl geht mit uns zurück in die Vergangenheit. Hier war es wohl 5 Uhr in der Früh, wie der Fertiger drüber gefahren ist und wie sie fertig waren. Hier wird die oberste Schicht der Autobahn abgebürstet. Das bringt das, dass die Autobahn griffiger wird. Die oberen 2 mm Beton, die dank Zuckerguss noch weich sind, werden jetzt weggeschrubbt.
Hier sehen Sie diese weiße Fläche, das ist die ursprüngliche mit dem Schutzfilm darauf. Die ist ganz glatt und daneben sehen Sie eben die gebürstete Fläche. Und die gebürstete Fläche hat deutlich Struktur. Die ist fast wie beim offenbohrigen Asphalt. Das schluckt ganz viel Lärm vom Reifenabrieb und damit wird die Autobahn auch deutlich leiser. Und wir gehen noch weiter zurück. Hier stand der Fertiger vor 8 Stunden. Es wird Zeit für die Fugenschneider. Ritzen Sie zu früh, bröckelt der Beton an den Kanten. Ritzen Sie zu spät, wird eine Autobahn unkontrolliert reißen. Totalschaden. Das oberste Drittel wird eingeschnitten. So werden die darunter liegenden Stahldübel nicht beschädigt. Der Teil darunter reißt dann von allein. Das sind Sollbruchstellen hier, weil damit ist garantiert, dass genau an dieser Stelle der Beton reißt. Und genau das wollen wir, dass er genau dort reißt, wo diese Dübel in die Autobahn eingebracht sind. Und wir gehen noch weiter zurück. Ganz zum Anfang, wo jetzt schon Gummidichtungen in die Fugen eingesetzt werden. Hier sollen schon die ersten Risse entstehen. Hier sehen Sie bereits einen kleinen Riss, der sich genau dort bildet, wo die Fuge ist. Aber genau das wollen wir. Genau an den Fugen soll der Riss entstehen. Dann ist er genau dort, wo unsere Dübel eingebracht sind. 72 Stunden vergehen. Noch 199 Meter Betonbahn zu fertigen. Um 23 Uhr sollten sie am Ziel sein. Nun wird es wohl kurz nach Mitternacht werden, am Freitag, dem 13. 2 Monate Höchstanspannung sind dann zu Ende. Die Freude wird erst morgen eintreten, wenn wir auch wirklich da sind. Also vorher sollte man sich da lieber noch nicht freuen. Aber wenn wir morgen fertig sind, dann werde ich mich sicherlich auch freuen. Ja, wird bestimmt auch ein schönes, etwas weniger sorgenvolles Wochenende. Holger Hofschlag will das Ziel überprüfen. Anschlussstelle Hennstedt-Ulzburg. Also die werden hier noch buddeln so ein bisschen. Ist das nachher noch offen? Also wenn es offen ist, geht's nicht. Das muss zu sein. Ansonsten, das hält die nicht. Es ist zu befürchten, dass die Kanten einbrechen würden, wenn 75 Tonnen Fertigerbrücken vorbeifahren. Das muss heute Abend auch gemacht werden, weil wir kriegen nur eine Verkehrssperrung. Und die ist heute Nacht. Und in dieser Verkehrssperrung müssen die diesen Rohrgraben hier herstellen. In circa 2 Stunden wird der Fertiger hier sein. Ein Wettrennen mit der Zeit. Die neue Fahrbahndecke soll höhengenau anschließen. Toleranz plus minus 4 mm. Ziemlich genau eine 10, oder? Nee, sogar mehr. Die letzten Dübel für den Anschluss werden per Hand gesteckt. Jetzt darf der Fertiger kommen. Es ist nach Mitternacht, Freitag der 13. Hey! Nur noch 30 Meter. Weg! Komm, weg! Muss jetzt hier ein bisschen zügig gehen. Die wollten auch schon vor einer Stunde fertig sein. Der Abwasserrohrgraben wird zum Hindernis für die Betonlaster. Ich brauche jetzt Beton hier. Ganz zurück! Ihr müsst jetzt mit dem Bagger hier raus! Verdammt! Ihr müsst mit dem Bagger jetzt hier aus der Einfahrt! Der blockiert meinen Beton. Leute, der Deckenzug steht. Weg! Stell dich auf die andere Seite, mach was du willst. Es ist schon 1 Uhr morgens und der Beton kommt nur noch schleppend an. Und immer wenn der Deckenzug steht, dann merken Sie das hinterher beim Drüberfahren. Normalbürger würde das nicht merken. Jemand, der im Straßenbau ist, der merkt das sofort. Na los, weiter, rinn. Der Engpass ist vorbei. Jetzt noch 10 Meter bis zum Ziel. Stunde. Ja, ein bisschen noch raus und hast du aber alles. Ja. Trotz der frühen Stunde ist sogar der Chefstreckenbauer zur Zieleinfahrt gekommen. Immerhin ist mit diesem Abschnitt das Soll erfüllt. Eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Die Rüttler dröhnen zum Endspurt.
Die Anschlussstelle ist nur bis 5 Uhr morgens gesperrt. Langsam wird es Zeit. Noch die letzten Zentimeter. Dann ist es vollbracht. Die erste Fertigerbrücke ist am Ziel. So, Glückwunsch! Was? Glückwunsch! Ja, es ist eine Maschine, die andere kommt erst noch. Der untere Teil der Autobahn ist nun fertig. Aber auf den zweiten Fertiger und die Fahrbahnoberfläche kommt es ja eigentlich an. Glückwunsch! Klasse! Unglaublich! Und dass diese Menge, die so hinkriegen, dass es so passt. Hey! Das da! Und dann doch noch das Malheur. Hä? Was ist schiefgelaufen? Hinten auch? Die Richtungssensoren sind gegen die Fahrbahnbegrenzung gestoßen. Was haben wir für ein Problem? Die ist komplett aus der Richtung raus. Der Taster hat die Wand berührt hier vorne. Also der ist auf dem Draht gelaufen und ist hier gegen die Wand gelaufen. Das hat natürlich keiner gemerkt, weil hier eigentlich keiner arbeiten darf. Und alle da vorne beschäftigt waren. Willst du zurück? Es hilft nichts. Der Koloss muss in den Rückwärtsgang und per Schaufel mit Beton gefüttert werden. Es gibt Dinge, die gibt's gar nicht. Die gibt's gar nicht. Ich habe schon Pferdekosten sehen direkt vor der Apotheke. Nun kommt es darauf an, dass es an dieser Stelle keine Fahrbahnwelle gibt. Da kann schon eine Schippe Beton den Unterschied machen. Oder ein paar Tropfen Wasser. Der Smoother muss den Fehler ausbügeln. Gut. Und das, obwohl der Beton schon über eine Stunde alt ist und langsam spröde wird. Endlich kommt auch der zweite Fertiger ins Ziel und füllt die Lücke. Es ist 3 Uhr morgens geworden. In 2 Stunden muss die Anschlussstelle frei sein. Josef, hast du eine Zigarette? Genau jetzt rein, dann hau ich ab, ey. Ich hab die Schnauze voll von euch. Echt, ihr könnt an dem nächsten Tag versauen. Der letzte kritische Moment. Passt die Fahrbahnhöhe zum Anschluss? Andere Seite ist scheiße, diese Seite passt auch nicht. Es scheint, die neue Decke ist etwas zu hoch geraten. Fast ein Zentimeter. Wenn nicht sogar anderthalb. Mit dem Smoother-Brett probieren die Männer, die unschöne Kante noch etwas abzumildern. Ah, das wird eine Delle begeben in der Fahrdynamik, ne? Ein bisschen, wenn wir das merken. Die anderen Anschlüsse waren dieses Jahr alle perfekt. Das wurmt die Männer. Wir sind fertig. Das war's. Ein kleiner Schönheitsfehler. In Beton gegossen. Montag eine neue Spur bauen. Die wird perfekt.